Geht weiter. Nun. Ja, wie du meinst. Leute, da sind wir wieder. Ja, ich muss mal schauen. Yes, wir sind zurück. Hallo. Hey. Hallo. Na? So Leute, ja gut, ich muss ja erstmal wieder mich irgendwie erquippen. Ich bin auch gerade dabei, mir eine Backup-Tour zu machen hier, wenn ich mal rippe, dass ich direkt Stuff hab und so. Sollte der ganze Tribe sich vielleicht mal machen, haben wir gerade besprochen. Wir wollen jetzt raiden, gleich. So, Kay wird jetzt mal gucken wegen weiblichen Schweinchen und so. Männlich. Und dann, männlich. Wie heißt der Tribe, den wir raiden wollen? Sieh dir, was machst du? Neon, weißt du's. Hier hochzukommen. Also, Gacha Gangbang. Gacha Gangbang wollen wir jetzt raiden. Mal gucken, was die gerade treiben. Geile Scheiße. Ich hab schon wieder keine Flipper. Was ist da los? Schade. Hast du mir die geklaut? Nein. Du Assi, der Tresor ist voll damit. Nee. Doch. Hab den nicht geklaut. Nö, jetzt hast du Beweis? Jetzt ist vorbei. Hast du geklaut? Aufnahme? Ja. Ja, ich guck jetzt eben noch nach Schwein. Die Frage ist nur, wie komme ich da am dümmsten hin? Ich sollte auf jeden Fall einen Teleporter mitnehmen. So, was haben wir hier? Teleporter, Generator, Benzin, Kabel, Outlet. Hab ich alles, ne? Hab ich alles, wunderbar. So, ich würde jetzt gerne auf Anhieb hier einen Male Dadon finden. Hier sind ganz viele Dadons. Komm schon bitte ein, gutes. Das kann doch nicht wahr sein, die sind alle wieder... Oh. Entweder Female oder Low Level. Keine Gewinne, sagst du? Keine Gewinne. Es kann doch echt nicht so schwer sein, einen Male Dadon zu finden. Na, wir haben ja schon 4 High Level Females, das ist halt der Witz daran. Wie mit den Ratten damals. Ja. Nur, dass es da andersrum war. Ja. Oh shit, Player auf dem Bär. Wo? Arsch der Welt. Sieht der mich? Skiller Killer. X-Ray von Skiller Killer ist es. Ich sag mal, ich outmove den hier jetzt einfach mal. Ich bin am Arsch der Welt und finde immer noch keinen Dadon. Oh hey, wen haben wir denn da? Hier ist ein Player auf dem Mammut. Gegenüber von dem Basebot von meinem Server damals. Ja, ich weiß, die hab ich sind das die neuen oder was? Ja, nicht neu, aber weiß nicht, die haben halt nichts. Außer das Mammut und ein paar Öfen. Die Funfle, die waren das, okay. Ich frag sie mal, ob sie vielleicht hier. Oh Gott, Solarino auf Follow ist echt scheiße. Guten Tag, Herr Funflasche. Herr Funflasche. Ey, Assi, soll ich dich töten? Mit einem Betäubungspfeil reingejagt, der Sack. So, wie sieht's aus mit Raiden und so? Weil dann ist mal die Zeit knapp. Ja, ich komme jetzt zurück. Ja, ich komme kurz nach Hause, hol mir Gas und dann bin ich auf dem Weg. Ist denn das Terrain Rino geeignet? Ja, das ist eigentlich alles gerade da. Hm. Aber das sind aber überall Bären fallen. Jetzt zuerst zu den, wie hießen die jetzt nochmal? Ascalteria. Ascalteria, ja. Kann man ja mit den Spinos hin machen. Mate Boost Spinos ist, glaube ich, geiler, oder? Also, die haben wirklich nicht viel Dinos, ne? Also, brauchen dann nicht so viel DPS. Ha, mein Wolf hat's überlebt. Verrückt. Also, ich wäre da. Ey, ich komme mit dem Dadon nicht durch das Geld durch. Ich werde immer wieder zurückgesetzt. Liegt das am Mute oder was? Ne, oder der Spino, der oben drauf steht von Sidil. What the f... Oh, lol, ey. Aha. Wie ist denn der da hochgekommen, Alter? Ja, weil der auf Akku war. Der war wieder auf dem Marion nichts drauf. Oh. Der wollte sich einen Überblick verschaffen. Pack den da weg, der steht im Weg. Habt ihr? Ja. Das Sidil, die gefunden hat. Hab ich gewusst. Craftet noch jemand Raft eigentlich? Oder Ja, ich bin durchgehend am Craften. Okay, erstmal. Ich werd hier verrückt, ey. Du kommst hier. Och, meine Fresse. Übel am Tilten. Nice. Okay. Jetzt bitte einer auf das Schwein hier. Ja, kann ich machen. Dann einer auf das Mammut. Und ich hock mich auf den UT. Und dann nochmal alle Rafts craften. Okay, Xidia, stellen Sie sich in die Mitte von den Tieren und fangen Sie an zu heilen. Oh, lecker, lecker hier, Dadon. Der hat 61.000 Food. So, Fop-Känguru ist wo? Das Grüne, ja? Mhm. Okay, dann... Da fehlt noch das C4 und das Bier gerade. Ja, ich pack noch einen Ersatz-Jenny rein, Ersatz-Kabel und Ersatz-Outlet. Also ich würde jetzt hin mit dem Känguru schon mal und die Fop bauen. Ja, geht aber mal nicht ohne Gleitschutz, oder? Ja, dann... Weiß nicht. Könnte einer mit Spino vielleicht schon mal kommen. Wo ist der Kryopod? Ja, dann komme ich mit dem Spino. Wo sind noch ein Schweinchen, das ich benutzen könnte? Ist so unten im Gehege, die sind alle gelevelt.
Aber halt nicht so krass, dass das, was oben ist, das hat halt am meisten gehabt. Deswegen wollte ich das eigentlich force-feeden nochmal, bevor wir losgehen. Aber also, den force-feeden ist da auch nochmal extra lang. Ja, dann nimm einen von denen unten. Da ist einer, der hat, glaube ich, 36k Food oder so. Der ist fast voll. So, ich bin jetzt auch hier. Binos sind da. Guck mal, wie schön wir rot und blau sind mit unserem Kamm. Mhm. Haben uns schön gekannt. Ja. Das Herzchen ist schön. Ja. Love spielen. Oh, die haben aber viele Plants, die Kollegen, wa? Ne, da sind keine drin, glaube ich. Okay. Haben die ein Parasaurus, weißt du das? Meine nicht. Okay. Erklär mir nochmal den Duty. C und rechte Maustaste war was? C ist buffen, rechte Maustaste ist vieren, meine ich. Okay. Du wirst es sehen, uns kann es ja nicht vieren. Also, das, wenn er seinen Hals hochhebt und in die Luft schreit, das ist der Buff. Okay. Die Frage ist, ob wir erstmal snipen irgendwie. Eigentlich hätten wir hochgehen können zu dem Heiko. Lass einfach schon soaken jetzt direkt. Wir können das von hier soaken. Braucht ja, den Duty hinter mir, Schwein, und dann halt Leute, die covern. Ja, ja. Wir bleiben das auf war das falsch. Zurück. Dann hat das mir falsch erklärt. Also Tacke. C ist 4 sozusagen. Ne, C ist Buff. C ist Buff. Dann hab ich's doch richtig gesagt. Ja, warte. Ist eine Bärenfalle vor mir. Okay. Wie hoch ist die Range von dem Schwein? Das ist schon wie die. Ist schon ein Stück. Siehst du auch ein bisschen. Musst du eigentlich noch nicht heilen, ich kann jetzt mal ein bisschen HP droppen. Jojo. Okay. Parasaurus hat uns detected. Ich glaube, auf dem Dach steht ein Spieler. Ja. What the fuck? Hat einen Hit. Er schießt auf mich. Ah ja, ich habe ihn schon gehittet. Hat noch einen Hit. Er hat noch einen Hit. Linke Seite auf dem Dach oben. Ja. Ja, wir müssen erstmal snipen, denke ich jetzt. Ja. Position ist halt kacke. Also ja, die Spinos müssen halt erstmal snipen, ne? Die haben ja sonst nichts zu tun gerade. Ja, ja. Ich glaube, er steht das hinten links auf dem Turret. Ja, ich habe bisher irgendwie 300 HP gedroppt erst von 10.000, also. Ja, okay. Kaum Damage. Trike. Ah, warte mal. Ich sehe den Spieler übrigens aktuell nicht mehr. Ah okay, das sind doch auf Norm, auf Players Only Turrets. Okay, auf dem Dach wieder. Rechts ist einer unterm Bronto. Ich sehe das alles. Auf dem Bronto, auf dem Bronto. Die beschissenste Position, die es gibt. Ja, auf dem Bronto steht er. Könnt ihn runterschießen. Ja. Er bewegt sich nicht. Der ist dead. Einmal gehittet. Nice. Ist dead, nice. Du auch, nice. Okay, cool. Ah, ist der tot da oben drauf? Ja. Echt? Hinterm Turret. Schon? Ja. Okay. Oder? Was schießt denn da gerade? Ich kann es nicht sehen. Jo, einer liegt hinter dem linken Turret. Nee, der ist nicht tot. Der hat nachgefüllt. Ah, ja. Leute. Hinterm linken Turret. Ja, wir haben ihn nicht gesehen. Das war jetzt Bad Call, ne? Auf dem Bronto, der ist tot. Der ist tot auf dem Bronto. Haben wir doch klar gesagt. Nee, ich habe auf jeden anderen gesniped. Nee, aber den haben wir nie gecallt, dass er tot ist. Ja. Oh shit, aua. Turret ist weit vorne, okay. Ja, ich hab's gemerkt. Ich wollte die Falle abreißen. Ich weiß gar nicht, warum wir das überhaupt zogen. Ich kann auch einfach ranlaufen, oder? Er füllt, will wieder nachfüllen. Ja, ich sehe ihn. Ich knall ihn das nächste Mal ab, Alter. Ich überlege halt, ob ich auf den Berg mal schnell hochgehe. Sehe ich die da? Nee, das ist zu weit weg. Nee, und hast du einen Krombacher dabei? Was? Krombacher. Ist ein Känguru. Lol. Willst du hinrennen? Da ist er wieder auf dem Dach. Er will nachfüllen. Ja. Ich hatte doch keine Brust oder ist das ein Skin? Man kann ihn nicht hitten, weil er hinterm Turret ist. Ausgeerbt, aufs Short gestellt, die Turrets. Okay. Achtung. Alles gut. Warte mal. Ich heil meine Runde. Geht. Spart ihr das. Ja, spart ihr das. Ich hab wirklich bisher 1000 HP gedroppt maximal. Also ist jetzt auch nicht. Ich sag mal, ist nicht schlimm, dass wir die soaken, glaube ich. Nee. Außer dauert die Zeit halt knapp ein bisschen und länger. Laufen halt dran danach. Ja. Er kann halt auch nicht mehr gleichzeitig soaken irgendwie. Also dann müsste halt einer kurz nach vorne laufen und die Gates sprengen, dass ich mehr soaken kann. Kann ich machen. Wenn man machen möchte. Ja, wenn du zu viel hast, dann macht. Müsste ich eigentlich ranlaufen können, ohne dass was passiert, oder? Ja, runter, also weggeschossen wirst du dann nicht, wenn du hinter da stehst. Okay, dann renne ich mal vorne ran. Links an der Base ist der. Okay. Ja, es hat nicht funktioniert. Jetzt, du musst es links ranlegen, bis zu weit rechts. Meinst du nicht, das reicht? Ein Gate weg. Nee, das reicht. Da springt noch einer rum. Der kommt hier mit mal einfach so. Neben der Pflanze. Okay, warte, ich sprenge. Ja. Oben auf dem Dach ist einer, neben der Pflanze. Wir können jetzt draufschieben. Ja, er ist runtergesprungen. Ah, denn. Vorne rechts. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr.
Ganz vorne am Tor ist einer, rechts am Tor, neben dem Raptor. Was auf den Raptor, auf den Raptor. Ah, da, ja. Er rennt rechts rum lang. Will er zu mir kommen, oder was? Nee. Einer vorne, direkt close, der, oh, der hat Gate geplantet, geplaced. Egal. Soll er halt machen, das bringt ihm doch nix. Turret schießen, drei Turrets schießen wieder. Hinter uns ist einer mit dem Frosch. Der, wo das Schweif ist, links. Einer grabt sich hoch vorne, der lädt den Turrets nach. Weg. Der ist jetzt rechts von den Spinos im Wald. Von den Spinos im Wald, mit dem Frosch, oder? Ja. Jetzt. Der hüpft da hin und her, da wo die Dinger sind da. Dinger. Sehen. Hinter dir? Ja. Vorne links vor der Base rennt die ganze Zeit irgendwo einer rum, aber ich kann die ganze Zeit nicht hitten. Der könnt jetzt übelst langsam Healing gebrauchen. Okay. Also ich bin jetzt Half-Life. Hinterm Turret vorne rechts wieder. Oh, die füllen die ganze Zeit nach und hocken sich hinter die Turrets. Da kann man die halt nicht hitten, das ist ein bisschen annoying. Also vorne rechts ist Turret, ist einer hinter. Leer das linke wieder. Er hat wieder eins nachgefüllt. Ja, die können ja nicht unendlich Muni haben. Ne, ne, der hat's ausgemacht. Der hat's ausgemacht. Ich kann ihn halt nicht treffen, das ist halt so blöd. Oh, Achtung bist du, ne? Ja. Das linke Turret kannst du noch soaken, Neon. Habt ihr C4 ready und Bier? Dann kann ich kurz reinlaufen, wenn ihr mir was gibt, schnell. C4 geben. Bier hab ich nicht, aber ich hol dir im Moment. Oh, Bier ist drin. Okay, ich versuch's einfach mal jetzt. Wenn ich sterbe, sterbe ich so. Ja. Also gehen wir schon mal auf den Spino, dass wir die Plans kaputt rechts machen können. Rechts am Tor ist einer. Au. Soll ich mich draufsetzen, Leon? Warte mal. Track. Durch ein Steintor und Holztor ist einer. Ja, der pusht gerade vor sich. Der kommt zu dir. Was macht der? Hab ihn weggenockt. Hä? Wo ist er? Ist der, ist schon weg. Ist schon weg, schon ich weg krieg kam die ganze Zeit Shots. Ja, ich muss Rüstung jetzt wieder, machen. Der ist wieder vorne. Hast du kein Ersatzkit dabei? Nein. Lass doch den Trike da. Ja, dann nimm meinen Ersatzkit. Ja, dann gib mir dein Ersatzkit. Ist das mit Crafting Skill? Ja, das ist top scheiße. Nimm. Wo? In meinem Spino. Dass du immer ohne Ersatzkit rausläufst, Alter. Ja, natürlich. Ja, ne, never. Okay, ich laufe jetzt ran. Ja, direkt vor dir links ist einer. Achtung, ne? Okay, ready, Spinos. Wir müssen jetzt hinterher, ja. Hätte ich nicht gesehen. Ja. Nice. Wir müssen hier durchboxen. Beam, helf mir mal. Immer noch der Jenny ist hier noch. Der Jenny ist noch an. Ja, ja, wir müssen aber durch hier. Wir müssen hier durch. Chillt noch, warte noch. Lass chillen, die Turrets müssen erst down gehen, also bist du gleich. Die Turrets sind down. Er ist hier bei mir, der Typ. Wir müssen Turrets rein. Sind Turrets sind ja, down, sind rein, 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 rein. Jetzt die Plans wegmachen. Ja. Okay, ich gehe rechts rum, wenn ich irgendwie könnte. Ich bin hier stuck. Nee, der Bronto haut immer wieder. Bitte geh mal vor uns. Okay. Ich hau die Plans weg. Geh noch ein bisschen weiter nach rechts. Jo, mach ich. Hier sind überall Spieler an der Base, alles voll. Ja, Plans sind weg, soweit, oder? Ja, da die Looten gerade. Der irgendwo. Ist hier oben? Ich sehe die, wir müssen das angeben, wo noch Plans sind von mir. Ich sehe das nicht. Vor dem Bronto, hinten. Komm ich nicht hin. Ich mach das. Ich hab ne Plan kaputt, ich hab zwei Plans kaputt. Ja, hier ist noch hier eine. Und jetzt noch in meine Richtung beamen. Links rum von dir aus ist noch was. Zwei Stück oder so. Ich hab den Jenny kaputt. Nice. Ich brauch hier Hilfe in der Base. Mit jemand mit Kit oder so, der ist hier mit Shotgun. Und ich kann nicht mehr. Ich seh nichts, ich brauch eine Pflanze, ich seh nichts. Ja, Pflanzen sind aus. Okay, nice. Einer bitte hier mir helfen. Ich komme. Kill ihn. Komm jetzt rein. Wir sind ab. Der ist links lang. Der hier. Aua. Einen habe ich. Vorsicht. Oh. Boah. Ah, fuck, den lade ich nach. Ist tot. Ja. Nice. Ist auch tot. Die Terrys sind aggressiv. Okay, dann auf die Spinos einfach. Ist ja auch richtig. Ja, die haben alles aggro gefissen. Hause weg. Im. Ja, da müssten eigentlich alle tot sein, wenn ich richtig gesehen habe. Bronto, komm mal. Da auf dem Bronto ist einer drauf noch. Oh lol, was macht der denn da? Kann vielleicht jemand runtersnipen? Ja, Moment, mach ich kurz. Hier, fährt runter. Betten sehe ich keinen. Doch, hier oben. Er fällt runter? Ist er runtergefallen? Ja. Ich hab leider nichts zum Betten kaputt machen. Ich hab nur, also kein C4 mehr oder so. Oh, hier ist so viel Staub, dass ich nichts sehen kann. Sitzt jetzt aber nicht mehr drauf. Nee, er rennt. Ja, rechts unten irgendwo. Rechte Seite rennt herum. Weil er ist so schnell und so klein. Er rennt zickzack rechts vom Bronto im Gras so. Okay. Er hat auch oben rum nichts mehr an, aber es ist zu klein und zu schnell. Treffe ich nicht. Okay. Haben wir alles? Ja, ne? Ich hol mal das Känguru für Loot reinzupacken. Und hier die Tür noch aufmachen irgendwie? Ich hab kein C4 gerade dabei. Ich hab noch.
Wo soll ich aufmachen? Ja, und geh mal da weg. Ich spreng das weg hier. Ja, die Tür. Ja, das da oben fliegt auch mit weg. Mach die Betten gerade weg. Ja, komm, geh auf Seite. Ja, spreng. Keine Schnecke. Hier ist gar nichts drin. Das war einfach nur eine Art Airlock. Schade. Bisschen Poly und Fabrikator. Ja, die müssen auch ein paar Blueprints haben oder so. Also ich hab mal die Sättel mitgenommen. Die hatten irgendwie 3 Procoptodon-Sättel, Giga-Sattel, 2 Yuti-Sättel, ein Vulirino-Sattel, Paracer-Platte. Rino ist so gut. Ja. Also hier ist auch noch ein Kasten, der ist fishy. Ich mach den noch auf, ja. Ja, weiß nicht. Dann mach eins hier an den Rand. Ja, also das stinkt oder was? Ja, das stinkt. So. Na, fuck! Ich hab auch 4. 36 HP. Hä? Die Tür hat 36 HP an der Tür. Lol, du hättest den Doorframe einfach sprengen können, das hätte gereicht. Könnt ihr die Wand hier auch machen? Hä? Ja, die Wand müsste weggehen, wenn du jetzt Bumm machst. Wieso hat das nicht gezündet? Du musst Rechtsklick drücken. Ah, alles klar, Rechtsklick. Danke. Ja, das lag hier, du hast hier geplaced auch. Wow, dicker Loot. Das hat sich ja gelohnt. Yeah. Also, Kay hat echt einen guten Riese. Ja, hier oben einfach ein. Ihr habt doch ein C4 oben an die Wand, gleich, wenn's weg ist. Hab doch gesagt, das stinkt. Also nach nichts. Okay, also. Hat von euch einer mit einer Longneck hier geschossen gerade? Nein. Dann ist irgendwo ein Dude. Entweder. Au! Lol. Ach, ich hab. Also ich hab dich geplaced mit dem C4 vorhin anscheinend. Oh mein Gott. Ah, okay. Oh je. Entschuldigung. Wow. Damit wäre das Mysterium des C4 geklärt, würde ich sagen. Ich glaube, die haben nichts. Eigentlich war es auch Overkill. Ja, war es auch gewesen, aber was soll man machen? Kann man nicht wissen. Kann ja trotzdem sein, die was Gutes haben. Kann das sein, dass sie einfach 3 Tech-Stecker haben? Hätte sein können, richtig. So wie wir. Ich würde sagen, wir machen dann gleich im Anschluss. Gut, vielleicht auch das nächste Session dann die andere Base, die du noch entdeckt hast, Neon, oder? Das wird jetzt nichts mehr, glaube ich. Wir haben noch 20 Minuten. Dann nächste Session. Kann ja sein, dass für die Zuschauer gleich im Anschluss kommt. Vielleicht auch nicht. Hinterm Tor, Kay, ist einer rechts bei dir. Ja, ich hab's gehört. Da, hier ist er. Hab ihn gefunden. Na. Da passe ich ja gar nicht durch. Warum versuche ich überhaupt den zu bowlern, ey? Ich hab doch eine Pumpgun mit Dick Damage. Was soll denn? Ist irgendwo hier zwischen den Steinen. Nee, der ist jetzt hier runtergesprungen. Schon wieder? Im Bronto. Hä, da muss der doch Fallschirm zünden, oder? Ich glaube, der ist auf den Boden geklatscht. Dann ist er tot. Ja. Ach echt? Das ist, ich hab den schlauesten Tribe auf dem Surfer. Was denn? Also ich papp ja nicht C4 an meine Mates dran, ne? Das ist aber doch nicht tot. Das ist richtig. Möchte ich ja mal gesagt haben. Das war ein anderer. Nee, aber du sagst deinen Mates, hey, du musst rechte Maustaste drücken, um zu zünden. Ja, ist jetzt nicht das erste Mal, dass da ein Maulwurf vor der Wand steht und die ganze Zeit Linksklick drückt und sagt, das explodiert nicht. Also, bitte? Ich muss Game mal wieder erschrecken. Ja, mach mal. Er hat es echt verdient. Gar nicht wahr. Bisschen frech. Ihr seid krass, ne? Ihr seid gemein. Der Rated K so eine kleine Base jetzt mit uns und schon fühlt er sich wie der Größte. Bullshit. Stimmt. Ich bin der Einzige, der hier Schuldgefühle hat. Abgehoben bist, Alter. Puh. Ihr könnt den Spieß nicht umdrehen. Ihr seid mich die ganze Zeit hier am Mobben und dann könnt ihr nicht einstecken, wenn ich zurückschieße. Ja, ja, ja. Lass wieder gehen. Macht keinen Spaß. Nach schießen. Echt so. Okay, du bleibst hier, ist jetzt deine Base. Nö, will die nicht. Was mit der Turret-Money? Sollten wir vielleicht nochmal gucken. Ja. Ist das was? Ja, wenn dann nur in den hinteren, ne? Ja. Hoch. Oh, nicht hoch, Mann. Eieiei. Wer lacht da schon wieder? Hä, niemand. Wow, oh, den Fertilizer nicht mit. Und unsere Beete sind fast leer. Hm. Hat sich ja gelohnt. Die haben das pin-coded, Mann. Warum haben sie das gemacht? Ja, haben sie. Mach einfach hier ein C4 an die Ecke, hier, wo ich jetzt stehe, genau hier unten. Ja, geh weg, weil sonst blende ich dich wieder. Aber lass uns beeilen, weil dann können die noch wenigstens ihr Zeug looten, was noch da ist. 200 Schuss pro Turret. Ja, nice. Easy. Ist so gut. Und, ja, 500 Schuss. Nice. Oh, guck mal hier, der hat was. Das vorne könnte sich auch noch lohnen, ich nehme das auch noch mit hier. Der hier hat auch noch 88 Schuss gehabt. Verbessert. Ja, leer, da vorne ist noch was. Hat sich fast gelohnt. Naja, warte. Ah, immerhin, 200 Schutz, das ist C4 wert. Ich schreib mal GG, weil die es auch geschrieben haben. Auf Ehre. GG! Gesundheit. Ich wollte mir das aufbewahren, bis wir wegporten, so damit sie wissen. Also, okay. Jetzt haben sie noch knapp 20 Minuten Zeit und dann können sie noch den Rest looten. Mach mal auf Big, den, Radius. Oh lol, ich bin am Schwein umgekippt, kannst du mal kommen? Echt jetzt? Ja, ich hab nix getrunken. Double size, no. Alter, kann denn sowas passieren? Siehst du, ja. Hm, Marwolf, nächstes Mal trinkst du was besser, hm?
Oh mein Gott, ist das ekelhaft, Kay. Ja, bitte. Tut mir leid. Ihr habt... Ne? Und das nächste Mal trinkst du was, ist sogar noch besser und angebrachter, als du musst rechte Maustaste drücken, um C4 zu ziehen. Puh. Ich schreib mal GG, wir sind weg, gell? Ja. Pass auf, jetzt irgendwelche Leute interpretieren das jetzt wieder so, als würden wir weggemacht wurden vom ja. Server. Ich mach mal noch einen traurigen Smiley. Wir geben auf. Wir geben auf. Wir gehen. Der Spino ist komplett stuck. Oh, sein Bein ist verdreht, Junge. Guck mal. Das ist von dem, das ist wie beim Twitch-Clip dann im Ei. Ja, aber richtig. Hallo. Das Aussehen. Ja, ich glaube, er hat's entdreht. Warte, ich kann... Nein, nicht Guck mal, bewegen. Geht's jetzt? Oh, jetzt ist... Ja. Nee, es dreht sich wieder, Ah, ja. Hä? Ich sehe es nicht. Auf dem Gucker. Ja, auf dem Gucker, da ist... Warte, muss ich mich drin drehen. Ja, irgendwie... Bleh. Ich sehe das nicht. Jetzt dreh ich mal wieder zurück. Ja, keine Ahnung, ich glaube, jetzt ist vorbei, weil das Strike weg ist. Ja, war nur ein Krampf. So, gut, Leute, da wollte ich mich schon mal verabschieden. Das war's dann mit der zweiten Hälfte der 7-Session gewesen. Die hatten leider keine Schnecken da gehabt oder so. Hätte ja sein können. So. Klar, war das jetzt ein bisschen Overkill gewesen. Also, wir waren halt besser aufgestellt, deutlich besser aufgestellt. Aber jo, wir haben. Hätte ja sein können, dass da irgendwas Gutes dabei ist. So, ja, nächste Session werden wir direkt da nahtlos weitermachen an der Stelle. Also wir haben noch ein, zwei Tribes-Ziele, glaube ich, wo wir erstmal drauf gehen können. Gucken wir mal, was das so... Also man, auf jeden Fall ist es trotzdem immer ein bisschen spannend. So, gerade Raiden macht man ja nicht so häufig. Ja, schön. Ne? Hä? Also ich dachte, er sagt auch noch irgendwas. So. Ich habe tatsächlich mal die Schnauze gehalten und dachte, ich lasse den anderen den Vortritt, aber ja, so ging es mir auch. Alles klar, Leute, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zur nächsten Folge und dann gibt's Ratatata-Action und so. Geil. Nice, yeah, geil. Oh, ich kann's kaum erwarten. Das Video darf man nicht verpassen. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ding dong. Daumen hoch, kauft Brian's Merch. Glocken hoch. Was? Glocke hoch? Nee, Ende!